Ich spreng jetzt einfach meinen eigenen Kopf in Craft-Attack. Mann, das Warum? Das hat mich mega gestört. Digga, bist du behindert? Ja, Digga, entspann dich mal. Nee, tut mir leid, ich finde jetzt dann nicht. Bro, nein, ey! Patrick! So, wir schauen, was hier bei Craft-Attack abgegangen ist. Was haben wir gemacht? Patrick hat sein Haus immer noch nicht weiter abgebaut. Das ist nicht gut. Ach Leute, komm, ich wisst ihr was? Ich brauch, Leute, ihr wisst ganz genau, wie es funktioniert. Es ist doch einfach nur noch eklig. Komm. Es ist doch scheißegal. Es ist doch jetzt wirklich einfach scheißegal. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? So, ich tut mir leid. Ich muss einfach jetzt ehrlich sein. Ich bin so durch den Wind, Leute. Ich spreng jetzt einfach meinen eigenen Kopf in Craft Attack. Oh. Sehr schön. Sehr geil. Sehr geil. Das ist mein Kopf, nachdem ich mir Corona-Demos angeschaut habe. Hallo, Spark. Ich spreng gerade Patrits Haus. Ja, ich muss ihn erstmal finden. Ich weiß gar nicht, wo sein Haus ist. Also meinst du nochmal den Revi-Dude auf der Schüssel? Ja, ich habe den jetzt einfach in Luft gesprengt. Der hat mich angekotzt. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Hast du zu welchem Feuerzeug dabei? Oder ein Flint? Nope. Nö, also ich bin ganz spontan gerade gekommen. Geil! Wo kriege ich denn jetzt schnell einen Flint her? Ja, hey, Leute, ich muss anzünden. Was soll ich sagen, Alter, ne? Oh, geil. So. Oh, geil, Leute. Mittlerweile ist soweit, jeder darf ein zweites Item verkaufen im Shop. Ja, also wie gesagt, die meisten haben jetzt ja ihre Shops fertig und da immer noch Items nicht verkauft werden, dafür sie dann ein zweites machen. Ehrenmann, Bro. Aber man braucht halt auch einen zweiten Junk dafür, ne? Echt jetzt? Yep. Weil ich verkaufe das gleiche wie Chef Strobel. Kann ich das machen? Die muss noch ein bisschen mehr vergrößert werden. Bei mehr Shops müssen dahin. Darf ich das gleiche verkaufen wie Chef Strobel? Nein. Schade. Ich habe mich ja heute mal reingemacht und eine Extrem-Bambus-Farm gebaut plus Super-Smelter. Ja, ich bin gerade dabei, wie gesagt, Patrits Haus anzuzünden. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Oh, geil, einfach nur. Ach, einfach nur. Geil. Einfach nur geil. Oh, Leute, ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Das passt gerade genau zu mir. Bambusfarm fertig. Ich schmeiß das Ding jetzt an. Das befeuert jetzt gleich richtig. Die Bambusfarm? Ja, also erstens Bambusfarm für Treibstoffproduktion. Ich habe hier unten in der Fabrikhalle ein richtiges Ding reingebastelt. Plus einen Supersmelter. Und immer wenn ich jetzt was gebrannt haben muss, also ich möchte jetzt einen Glasshop als nächstes machen, dann kann ich das einfach da reindumpen und der flext das durch. Hallo. Mit 16 Öfen parallel. Das war ein Anschlag, Leute, von denen da oben. Und es geht los. Eine Bambusfarm, die eine Laola-Welle aberntet. Echt? Jetzt muss ich den mal reinziehen. Das klingt interessant, Sparky. Was hast du denn heute so gemacht? Neue Fabrik hinterm Wolkenkratzer. Fühl ich sehr. Boah, einfach nur geil. Einfach online kommen, sich aufregen, was zerstören. Oh, ich lieb's ja, ne? Na komm, Leute, wir bauen das jetzt hier mal komplett ab. Mich hat das ja wirklich getriggert. Ich baue Patrick von mir, jetzt helfe ich dem, sein neues Haus zu bauen. Aber das hier nervt doch nur noch. Das ist so satisfying zum Zugucken. Es ist so geil, wenn einfach das Haus von irgendjemand anders abfackelt, was du nicht gebaut hast. Ich glaube, wir reden gerade von zwei verschiedenen Dingen. Absolut, Spark. Wir reden gerade absolut von zwei verschiedenen Dingen. Ich rede gerade einfach davon, Sachen zu griefen und du hast wieder was Produktives gemacht. Und das ist genau der Gegensatz, der bei uns beiden funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Genau. Da sehe ich uns nämlich. Vielleicht ist heute der Tag, wo du es endlich schaffst, neben mir im Bett zu pennen. Oh, Sparky. Willst du mich herausfordern? Ja, mal gucken. Das letzte Mal hat es ja nicht so gut geklappt. Oh, ist das geil. Ich bin auf einer ganz seltsamen Wave heute. Merkst du das? Ja, ich merke schon. Ja, Max kommt heute nicht. Ich habe eben mit dem kurz gesprochen. Ja, der leider COD. Der COD am Spielen, genau. War Kylie Jenner auch im Playboy? Ich weiß nicht, wer Kylie Jenner ist. Ja, Leute, ich muss euch was gestehen. Ich bin tatsächlich heute geflogen, aber nur, damit ich den Stream rechtzeitig schaffe. Ich weiß, es ist ein Flug von Berlin nach Köln. Größte Scheiße. Das habe ich jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht. Aber ich dachte mir, es ist sicherer als Bahnfahren. Ich habe eben außerdem mal wieder, man kennt mich, jede Woche gibt es einen Corona-Test bei mir aufs Auge. Habe ich eben nochmal einen gemacht. Und habe dann am Flughafen Kai Pflaume getroffen tatsächlich. Das hat mich dann doch überrascht. Das war ganz schön. Und dann habe ich eben mit Trimax tatsächlich festgemacht, dass wir nochmal zu Wer weiß denn sowas gehen. Hast du das gesehen, die Folge? Ich habe da mit reingeguckt. Ja. Es war sehr, sehr klug, was wir da alles gesagt haben. Also zumindest, was ich da gesagt habe, sage ich mal. Max war halt mehr so dabei, aber im Großen und Ganzen trotzdem eine sehr schöne Sache, Leute. Wir gehen noch ein zweites Mal zu Wer weiß denn sowas. Datum steht auch schon fest. 11. Januar oder sowas, glaube ich. Und ich glaube, das wird ganz geil. To be honest, freue ich mich sehr darauf. Dieses Craft-Hack macht mir so viel Spaß wie kein anderes. Wisst ihr warum? Weil ich nicht so viel Stress habe. Gut, ich baue gerade das Haus von meinem größten Rivalen ab. Wahrscheinlich gibt das wieder Stress. Aber mein Gott, der wohnt im Kosovo und der hat die ganze Zeit Stromausfälle. Also worüber soll ich mir Sorgen machen? So. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Es ist gone. Es ist vollbracht. Check mal jetzt. Seht ihr das? Ach, Digga. Viel, 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 viel geiler. Viel, viel, viel geiler, oder? Was ist das denn da bei Reapers? Ach so, der will, glaube ich, ein Skelett oder irgendeinen... Nein, och nein, och nein, Bro. Och, Digga, was soll denn das? Das kann der doch nicht ernst meinen, oder? Meint der das ernst? Nee. Was ist das? Das sieht aus wie ein Darm. Das sieht einfach aus wie ein Darm, Bro. Das sieht aus Darum wie ein Enddarm. Komm jetzt, komm, ja, okay. komm jetzt. Alles Klärchen. Komm mal, hier oben Ach, das ist ein Drache. Ja, safe, ist es ein Drache. Ja, Romatra, ich sehe Netherites. Oh, Laternen, okay, I like. Guck mal, hier, wie findest du meinen kleinen See? Der müsste aus Lava sein.
sein, oder? Findest du als Lava besser? Ich hab mir noch mal überlegen. Dann geht man hier hoch und hier oben bin ich halt gerade noch am Bauen. Hier kommt ein kleiner Turm hin und in den Turm kommt ein Aufzug, der dich überall hin transportiert in deiner Base. Und hier kommt so eine kleine Burg hin. Also bist du jetzt auch Gothic? Ich bin auch Gothic, ja. So wie G-Time. So wie G-Time. Ja, so wie ich, ne? So wie du, genau. Bist du der Einzige mit so einem normalen Haus? Neben mir entsteht einfach Sauron sein Urgroßvaterturm. Dann steht da dieses hässliche Schwanzgesicht. Dann ist da einfach dieses Glashaus, Digga, mit den Bienen. Kaktusturm. Oh, G-Times Haus. Actually mad progress gemacht. Guck mal. Ja, G-Times Haus ist mega geil. Das sieht wirklich... Oh, das sieht geil aus hier oben. Kevin, I take it all back. I really do like. Da, guck mal, das ist hier auf Reichstag angelehnt. Siehst du das, Romatra? Alter, lass mal stürmen. Junge. Mal ganz kurz gucken. Wird dieser Baum Pock oder nicht? Scheiße. Ja, der muss viel breiter noch. Der muss obendrauf sehr viel breiter noch. Aber ich glaube, der wird trotzdem ganz geil. Es dauert halt nur. Petrit? Yeah. Lass kurz reden, Bro. Ich muss dir was beichten, okay? Pass auf, du baust dir gerade ein neues Haus, ne? Ich baue mehrere Sachen. Ich habe die Toilette abgerissen. Lass bitte keinen Stress anfangen, Bro. Du hast die ja eh nicht mehr benutzt. Von mir aus gebe ich dir dafür irgendwas, aber bitte keinen Ärger, okay? Aber wieso darfst du denn machen, was du willst und ich nicht? Bro, Digga, guck mal, die war doch kaputt. Du hast die doch nicht mal mehr repariert. Ja, ja. Warte. Ja, aber hättest du ja trotzdem fragen können. Ja, hast recht, war dumm von mir. Ich war eben so übermütig so. Guck mal, hör mal zu. Ja. Wenn ich jetzt irgendwas Kleines gemacht hätte, so, aus irgendwelchen Gründen, dann... Ja, hätte ich Spark geholt. Nein, nicht unbedingt, aber irgendwas... Du hättest Spark geholt. Ja, ich bin Scheiß-Allmann. Wieso bist du so? Ja, du hast recht, Peter. Komm, lass es einfach vergessen und gut ist. Bro, ich schwöre, ich will einfach, dass du ein geiles Haus baust da, okay? Ich baue da was Geiles gerade. Ich schwöre auch, ich glaube, dass du das gut hinbekommst dieses Mal. Ja, ich kann auch bauen, ich bin halt... Bro, du bist halt eine Legende. Naja, bin ich nicht, aber ich baue halt meistens langweilig. Würdest du sagen, ich bin eine Baulegende? Für einen YouTuber bist du gut im Bauen. Was heißt das jetzt? Naja, du bist ja kein Bauteam-Typ. So wie Pixelbeasts. Krass, dass du denkst, dass Pixelbeasts besser sind als ich. Sind die aber. Ich weiß. Wo bist du gerade? Ich bin gerade bei mir zu Hause. Nein, komm, lass jetzt nicht den machen, okay? Ich will eine Entschädigung wenigstens haben. Was willst du haben? Hier. Digga, wir haben eine Farm dafür, Digga. Mann, was willst du haben, Alter? Ich kann dir nicht so viel geben, Mann. Brauchst du Schleim? Brauchst du Slimebälle? Ja. Hast du wirklich alles weggemacht? Ja, Digga. Ich hab's einfach abgebaut, ganz sauber. Darf ich mal kurz eine Frage an den Chat? Wieso kriegen eigentlich Videos mit meinem Drecksnamen bei dir so Klicks, aber bei mir nicht? Guck mal, die finden das geil, wenn du leidest. Wenn du jetzt noch so ein bisschen rumheulen würdest, schneide ich das ins Pre-Intro. Und dann gebe ich dir einfach Diamanten in-game, okay? Warte, mein Cutter soll aber alles so drin lassen mit Vorbesprechung und sowas. Weißt du, was ich meine? Wie wir quasi unser Content besprechen. Sprechen und vorausplanen. Aber das soll er nur am Ende packen, ganz am Ende, weil... Ja, ja, sowieso. Dadurch dann nur, die, so wenn Leute so randoms das so reinschalten, die denken so, oha. Und dann diese Treuen. Ja, ja, genau. Okay, Chat, ihr habt's verstanden. Okay, Patrick, ich sag jetzt, ich hab dein Haus gesprengt und du musst so rumheulen, okay? Ich kann aber nicht mit acten, Digga. Ich zähl also kurz runter. 3, 2, 1. Yo, Bro, Patrick, ich bin ehrlich, ich hab einfach dein Haus kaputt gemacht, Mann. Das hat mich einfach abgefuckt. Hey, wieso? Bro. Hä? Mann, das hat mich mega gestört. Digga, bist du behindert? Ja, Digga, entspann dich mal. Entspann dich mal, Digga, bitte, warum darfst du eigentlich alles in diesem Projekt machen, wie du Bock hast? Mann, und dann machst du Bro, bleib ja, doch mal klar, ruhig. Digga. Bleib doch mal ruhig, Digga. Komm, entspann dich jetzt mal. Hätte ich jetzt bei dir nur deinen Wald abgebrannt oder einen TNT platziert, hättest du direkt Spark geholt. Nee, mir leid, ich zunächst dann. Bro, weiter. Nein, ey! Petrit! Digga, Gerechtigkeit muss obliegen! Nein, Petrit, mein Haus bleibt unangetastet! Ja, chillig. Perfekt, danke. Chat 1 bis 10, wie habe ich geactet? Schon war sehr stark. War stark, ne? Ja. Ist das jahrelanges Crafting-Training, das war Dandy-Niveau.